In diesem Video schauen wir uns mal eine Test-Workflow-Vorlage von Daniel Zangerle an. Wir haben von ihm eine Anfrage bekommen, hey, wie könnte man das und jenes und folgendes denn machen? Und da habe ich kurzerhand einfach das bei mir mal probiert und ich möchte euch jetzt die Idee von ihm zeigen, die finde ich nämlich auch sehr, sehr praktisch. Und zwar geht es darum, er ist ein Hochzeitsfotograf und wenn er eben eine Anfrage bekommt von einem Brautpaar, dann möchte er in gewissen Reihenfolgen, in gewissen Schritten einfach was verschiedene E-Mails rausschicken. Aber er möchte halt auch immer wieder prüfen, ob eh keine neue Kunden-E-Mail gekommen ist. So, da gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Als ersten Schritt schickt er einfach eine E-Mail raus, nämlich die automatische Antwort. Das heißt, hey, vielen Dank für die Anfrage, bitte füll uns den Fragebogen aus oder wir bearbeiten die Antwort oder wie auch immer. Und dann wartet er 2 Tage auf eine Kunden-E-Mail. Das heißt, er prüft, kommt in den ersten 2 Tagen eine Kunden-E-Mail. Also kommt eine Antwort zurück auf die Preise oder auf den Fragebogen, je nachdem, was halt hier oben drinnen steht. Das kann sich ja jeder selbst definieren. Und dann sagt er, hey, wenn nach 2 Tagen keine Kunden-E-Mail kommt, dann möchte er hier eine Follow-up-E-Mail schicken. Follow-up-E-Mail ist im Prinzip eine weitere E-Mail mit, hey, wir haben von dir noch nichts gehört, hier nochmal die Infos oder hier auf unserer Webseite oder ruf mich gerne an, wie auch immer. Auch das kann und sollte sich jeder selbst definieren. Dann wartet er wieder 5 Tage und sagt, hey, habe ich seit der Anfrage von hier oben, ja, das kann man sich hier einstellen mit den Statusänderungen, habe er prüft, hey, habe ich seit hier oben eine Kunden-E-Mail bekommen? Auch 5 Tage danach, vielleicht sogar auf diese E-Mail eine Antwort. Wenn nein, dann wieder, hey, schickst du nochmal eine Follow-up-E-Mail? Vielleicht, hey, ich habe dich leider telefonisch nicht erreicht, hier kannst du mich anrufen. Wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Leider haben wir von dir noch nichts gehört, vielleicht passt technisch irgendwas nicht, wie auch immer. Das heißt, auch hier schickt er wieder eine Follow-up-E-Mail raus. Und dann prüft er wieder, Statusänderung beantwortet oder eben angefragt, je nachdem, wie du das haben möchtest. Prüft er wieder, habe ich eine E-Mail bekommen, entweder auf diese E-Mail oder auf diese E-Mail, habe ich da eine Antwort bekommen und wenn noch immer nicht, dann schicke ich wieder eine Follow-up-E-Mail raus. Dann prüft er wieder, 15 Tage, habe ich eine E-Mail bekommen. Und wenn ich dann noch immer keine E-Mail bekommen habe, dann will der Kunde einfach nicht. Also ich habe ihm dann 1, 2, 3, 4 E-Mails geschickt. Naja, wenn ich dann noch immer keine Antwort habe, dann will er halt einfach nicht. Also ändere ich den Workflow, ich wechsle den Workflow auf die Workflow-Vorlage Absage. Dort ändere ich den Status auf Abgesagt. Dort schicke ich ihm eine allerletzte E-Mail und dort archiviere ich den Kontakt. Dazu gibt es übrigens auch schon ein Beispielvideo, wie das Ganze funktioniert. Wenn er, und das ist jetzt eben das Spannende auch, bei der ersten E-Mail, bei der zweiten E-Mail, bei der dritten E-Mail oder bei der vierten E-Mail geantwortet hat, dann ändern wir sofort den Workflow in die Workflow-Vorlage Hochzeit und dort geht es dann um den ganzen Hochzeitsprozess. Also einen Termin ausmachen für die Besprechung, fürs Kennenlernen, eine Anzahlung schicken, eine Rechnung schicken, einen Welcome Guide schicken, wie auch immer. Aber darum geht es dann in der eigentlichen Workflow-Vorlage Hochzeit. Hier geht es mal mehr darum, einfach zu prüfen, hey, hat der Kunde Interesse, reagiert er auf die E-Mails und wenn nicht, schickt man ihm mehrere Follow-up-E-Mails. Und ganz ehrlich, die meisten Hochzeitsdienstleister schicken einmal die Preise raus und dann denken sie, naja, wenn das Brautpaar möchte, dann werden sie sich schon bei mir melden. Und sie haben eine E-Mail, eine Chance, sie landen einmal im Postfach und wenn die übersehen wird, wenn die untergeht, wenn sie auf Urlaub sind, wenn sie im Stress sind, im Hausbauen sind, wenn sie gerade schwanger sind, wie auch immer, dann ist diese eine E-Mail schnell vergessen oder ja, übersehen worden.
Das heißt aber, der Dienstleister, der nur eine E-Mail rausschickt, hat sehr, sehr geringe Chancen, gebucht zu werden. Wenn ich aber, wie in hier in diesem Fall, bis zu 4 E-Mails schicke, dann habe ich 3 E-Mails mehr die Chance, gebucht zu werden oder überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Weil ich lande immer wieder ganz oben im E-Mail-Postfach. Ich lande immer wieder in der Erinnerung bei Ihnen. Sie reden drüber, Sie haben vielleicht dann mal Zeit und so weiter. Und das Ganze stelle ich einmal ein, das funktioniert automatisch und wenn Sie eben nicht antworten, schicke ich Ihnen 3, 4 E-Mails und wenn Sie dann noch immer nicht zurückgeantwortet haben, naja, dann archiviere ich sie. Aber ich muss eigentlich keine einzige Minute Zeit investieren, um diesen Prozess zu starten. Denn der Workflow wird automatisch bei neuen Anfragen hinzugefügt. Ich schicke Ihnen hier oben die Preise, wenn ich das möchte, und alles andere funktioniert dann automatisch. Und wenn Sie zurückantworten, dann ändere ich den Workflow in die Hochzeit und dort muss ich dann manuell vielleicht mal was machen, einen Termin ausmachen und so weiter. Aber ich habe hiermit mit diesem Workflow die höchsten Chancen, gebucht zu werden. Und wenn man das nicht nützt und das einfach links liegen lässt und nicht mal die Chance gibt, das zu probieren, ja, dann halt eben nicht. Aber damit hast du wirklich die höchsten Chancen, gebucht zu werden. Das Beispiel ist von Daniel Zangerle. Vielen Dank dafür. Wir haben das kurz umgesetzt und ich wollte da unbedingt ein Beispielvideo aufnehmen. Das kannst du jetzt, wenn du kein Brautpaar bist, auch, also kein Hochzeitsdienstleister bist, auch sicherlich auf deine kreative Branche umsetzen. Aber wir alle bekommen viele Anfragen und müssen immer wieder mal nachfragen und vergessen das vor allem in der Hochsaison und so einmal aufsetzen, automatisch hinzufügen und fertig. So, das war's von mir, von diesem Video. Wenn du da Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit dieser Workflow-Vorlage.